So, im dritten Teil dieser Lektion schauen wir uns an, wie ich Umkehrfunktionen mit GeoGebra konstruieren kann. Und wir werden dabei einen interessanten grafischen Zusammenhang zwischen einer Funktion und ihrer Umkehrfunktion feststellen. Dazu verwenden wir jetzt einfach die Funktion, die wir im vorigen Video schon hatten, also die lineare Funktion f von x ist 2x minus 6. Und wir konstruieren uns jetzt einmal die Umkehrfunktion mit Hilfe von GeoGebra. Dazu wechsle ich einmal in GeoGebra. Und gebe jetzt ein, die Funktion f von x ist gleich 2x minus 6. Die Umkehrfunktion kann ich mit dem Befehl invertiere, invertiere heißt so wie umkehren, von f bestimmen und dann erhalte ich hier x halbe plus 6 halbe, also ein halbes x plus 3. Achtung, GeoGebra gibt das nach wie vor in Abhängigkeit von x an, weil es ja sich ins gleiche Koordinatensystem reinzeichnet. Also einfach sich statt dem x ein y denken und dann haben wir wieder f Stern von y ist gleich ein halbes y plus 3. So, wenn ich mir jetzt die zwei Graphen anschaue, dann sehe ich schon mal spannend, dass sich die hier schneiden und dass sie hier gleichmäßig auseinanderlaufen. Vielleicht erkennt sie jemand schon, die zwei Graphen sind gespiegelt an der ersten Mediane. Erinnern wir uns, die erste Mediane geht durch die Punkte 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Also es ist eine Gerade, wo die x- und die y-Werte immer gleich sind. Die erste Mediane kann ich einzeichnen. Die Funktion ist einfach m von x ist gleich x. Also jedes x wird auf denselben Wert abgebildet. Und deswegen geht eben die Funktion durch 1, 1, 2, 2, 3, 3 und so weiter. Also hier habe ich jetzt da die erste Mediane. So, wie schauen jetzt da Punkte aus, die an der ersten Mediane gespiegelt sind? Schauen wir uns das an. Ich nehme jetzt da einfach mal einen Punkt auf der geraden G her. Hier zum Beispiel den Punkt 2, 4. Hier 2, 4. Und spiegle den an der ersten Mediane und schaue, welchen Punkt ich auf dem Graphen f dadurch erhalte. Wie geht spiegeln? Na, ich muss eine Normale einzeichnen, die durch den Punkt A verläuft. Und normal steht eben auf die erste Mediane, weil an der ersten Mediane möchte ich ja spiegeln. Dazu habe ich hier oben in dem Menüpunkt hier spezielle Geraden. Und da gibt es senkrechte Gerade. Das wähle ich mal aus. Und jetzt klicke ich zuerst den Punkt an, der gespiegelt werden soll. Und dann klicke ich die Gerade an, an der gespiegelt werden soll. Das ist da die erste Mediane hier, die graue. Und dadurch erhalte ich jetzt eine Senkrechte, wie wir sehen, auf die erste Mediane. Und diese Senkrechte, diese Hilfsgerade beim Spiegeln, schneidet mir hier die Funktion f. Den Punkt kann ich eigentlich eh schon gut ablesen, der ist 4, 2, aber ich halte ihn jetzt nochmal fest. B ist 4, 2. So, jetzt habe ich hier 2, 4, 4, 2. Also irgendwie genau, quasi x und y sind vertauscht. Kann Zufall sein. Probieren wir es noch einmal mit einem zweiten Punkt aus. Ich nehme jetzt einen Punkt her, nicht auf der Funktion g, sondern probieren wir es umgekehrt aus, auf der Funktion f. Zum Beispiel hier den Punkt 10, 8. Hier 10 ist 10, 8, der Punkt. Ich zeichne mir wieder eine Senkrechte, klicke das an, klicke die erste Mediane an, erhalte daher die Normale und hier wird die Funktion g geschnitten. Das ist also der Punkt, den ich jetzt da erhalte bei der Spiegelung. Und der Punkt D hat die Koordinaten 8, 10. 10, 8, 8, 10. Also ich sehe schon mal perfekt, wenn ich einen Graphen an der ersten Mediane spiegle, dann erhalte ich einen neuen Graphen, dessen Punkte einfach quasi die vertauschten XY-Koordinaten der ursprünglichen Graphen besitzt. Ja. Also der geht durch 0, 3, der Graph geht durch 3, 0, der Graph geht durch 2, 4, der geht durch 4, 2. Und so weiter. Und das kann man jetzt dann noch als Satz festhalten. Und das werden wir jetzt auch gleich beim Beweisen anwenden. Also, zuerst einmal der Satz: Wenn ich zwei reelle Funktionen habe, f von a nach b und g von b nach a, die natürlich Umkehrfunktionen voneinander sein müssen, dann liegen ihre Graphen symmetrisch bezüglich der ersten Mediane. Das ist immer so. Beweis: Dazu mache ich mal Folgendes. Es sei die Menge groß f, die Menge aller Punkte, die auf den Graphen der Funktion f liegen. Also, f ist die Menge aller Punkte xy, wobei x aus der Definitionsmenge a kommt und y sich durch f von x berechnet und dadurch natürlich in der Wertemenge b liegt. Das ist mal die Menge groß f. Das sind jetzt da alle Punkte und wie wir schon wissen,
Die Menge von Punkten, von zweidimensionalen Punkten, ist eine Teilmenge der Ebene als eine Teilmenge vom R2. Deswegen eben, das ist eine Gerade jetzt da bei uns. Also, na, kann auch sonst irgendein Graph sein, aber beim vorigen Beispiel war das dann eben die Gerade f. Dann machen wir uns die Menge g, das ist jetzt da die Menge aller Punkte, die auf den Graphen von g liegt. Da habe ich die Punkte yx, wobei y aus der Wertemenge kommt und x sich durch g von y berechnet und dann in der Menge a liegt. Auch das ist wiederum jetzt da eine Teilmenge der Ebene, also eine Teilmenge vom R2. So, und der ausschlaggebende Punkt ist jetzt da der, dass eben die zwei Funktionen Umkehrfunktionen sind. Dadurch kann ich jetzt nämlich Folgendes sagen. Weil eben f und g Umkehrfunktionen voneinander sind, gilt für alle x aus a und für alle y aus der Menge b Folgendes. Wenn der Punkt x, y, also sagen wir zum Beispiel wieder 2, 4, so wie vorher, in der Menge f liegt, dann heißt das ja nichts anderes, wie dass dieser Punkt auf dem Graphen von f liegt und der Punkt liegt deswegen auf dem Graphen von f, weil sich y durch f von x berechnet. Also das muss einmal erfüllt sein, weil sonst würde der Punkt hier nicht in der Menge f liegen und die Menge f ist ja die Punkte des Graphen von klein f. Naja, weil jetzt aber f eine Umkehrfunktion von g ist oder eben umgekehrt g eine Umkehrfunktion von f ist, haben wir ja vorhin schon mal gesagt im Satz davor, dass das natürlich beides in beide Richtungen funktioniert, kann ich x ausrechnen, indem ich y in die Funktion g einsetze. Und daher liegt jetzt aber y und x auf dem Graphen von g und somit automatisch in der Menge g drin. So. Und jetzt erhalte ich eben genau den Zusammenhang. Wenn x, y und f drin liegt, dann liegt genau dieses x, y, aber verkehrt rum, in der Menge g drin. Also wenn 2, 4 in f liegt, liegt 4, 2 in g drin. Und da wir vorher gesehen haben in GeoGebra, da die Punkte x, y und y, x immer symmetrisch bezüglich der ersten Mediane liegen und die Menge f und die Menge g genau aus diesen Punkten besteht, müssen auch die Graphen f und g symmetrisch bezüglich der ersten Mediane liegen. Und damit sind wir fertig. Was bringt mir dieser Satz jetzt oder dieses Wissen, dass die zwei Graphen symmetrisch bezüglich der ersten Mediane liegen? Damit kann ich ziemlich einfach Umkehrfunktionen skizzieren, wenn ich die Funktionsgleichung nicht kenne. Also angenommen, wir haben ein Beispiel, da haben wir einen Graphen von f und wir wissen aber die Funktionsgleichung nicht. Und ich soll die Umkehrfunktion zumindest zeichnen, dann kann ich das machen, indem ich die erste Mediane einzeichne, das Koordinatensystem, und einfach eine bestimmte Anzahl von Punkten von f an dieser Mediane spiegle, also genügend Punkte, damit ich mir ungefähr vorstellen kann, wie diese Umkehrfunktion ausschaut, und dann zeichne ich diese Funktion. Wir werden das anwenden ziemlich bald, und zwar wenn wir uns mit der Logarithmusfunktion auseinandersetzen.